Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer kleinen, aber feinen neuen Folge auf dem Server Eisenschmiede. Wir sind diesmal hier unterwegs mit den neuen Zollskins. Ja, wir müssen das natürlich direkt nutzen und hier ist ein minimal verdächtiger Traktor vor dem HQ. Einfach mal ignorieren, wegfahren. Ja, wir haben auf jeden Fall einige nette neue Fahrzeuge. Ich nutze die Gelegenheit doch direkt mal und beschlagnahme meins, wo ich rausge... Lol, ich bin ja hier immer noch drinne. Ja gut. Bist du noch nicht drin? Bei mir liegst du da, lieg ich da noch ganz gemütlich. Hannibal, das sind nur wieder die Flashbacks. Ja, da kommen die Albträume hoch. Ja, toll, ich kann das nämlich nicht beschlagnahmen, deswegen könnte es einer bitte von euch probieren. Ja, mach kaputt. So, Koffer beschlagnahmen, Leute. Ihr wisst auch, wie das geht. Du drückst Windows-Taste? Ja, achso, ja, Windows-Taste. Du kannst unten auf Abschleppen, genau. Perfekto, ich würde schon sagen, unser Praktikant hat wohl auch noch hier so Vergesslichkeitsschübe. So. Ja, einiges erklärt auf jeden Fall. Naja, will ich hoffen. Will ich hoffen für ihn. Oh, guck, da geht's schon oh, los. Oh, weia, Kavala explodiert komplett. Eine Aufgabe für den Zoll. Ich sag doch, das ist ein Hacker. Das könnte wirklich sein, so wie da gerade alles hochgeht. Oh Mann. Also entweder irgendjemand hat eine ganze Menge Spaß gehabt oder 3-4 Fahrzeuge haben sich spontan so selbst in Flammen entzündet. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, das ganze Kavala-Marktgedöns fliegt hoch. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Das sieht aus, als hätte jemand nicht aufschließen. Nicht ihr Penner. Wer von euch hat aufgeschlossen? Wer von euch... Oh, ey, ich bin mal, Alhamdulillah, lass mich mal einsteigen. Okay, folgendes, wir fahren hier einmal kurz weg. Ja, da haben wir nämlich einige nette Trawler hier gerade. Hallöchen, schön, dass ihr... Ja, unser Fahrzeug wurde gerade gelöscht. Jop, meine Lieben, wir haben eventuell, so wie das wirkt, einen Hackerangriff hier. Das war der Hacker, den man... Ja, Aufnahme ist an. Okay, ich schreibe mal kurz eine nette Nachricht. Haben einen Hacker Hive 2 und sehr Auto. Jungs, rennt, so schnell ihr noch könnt. Ansonsten explodiert's euer gleich auch. So. Ich liebe es, wenn sich die Tastatur mal eben auf Englisch umstellt. So. Ja, los. Das knallt aber hier. Was ist denn hier los? User left your channel. Ja, ich habe an einen Admin gerade mal eine Nachricht geschickt. Hey, was ist denn hier los? Ja, alles. Ich hab dir mal das Feedback geschickt. Alles gut, wir haben hier gerade so ein bisschen Problematik. Wir haben schon Leute. Ah, perfekt, da ist er auch schon. Ideal. So. Mann. Gut, perfekt. Da haben wir schon den Admin im Dienst, der rettet uns gerade das Leben. Wir haben auf jeden Fall einen Hacker hier. Also das kann man nicht leugnen, denn mein Wagen wurde gerade unter unserem Arsch wegbeschlagnahmt. So. Und alles ist am Markt geblowt. Also Leute, meine lieben Zuschauer, ja, Gott sei Dank gibt es so Leute wie Philboy, die dann mal eben wenigstens kommen und dann hier aufräumen. Also... Sei es gelobt. So, meine Lieben, wir machen einmal zur Garage, wir holen einen neuen Wagen. Ich würde jetzt nicht rausfahren unbedingt. Ja, ich werde auch nicht rausfahren, aber ich will einen neuen Wagen. Das ist mir wurscht, ich habe ja noch ein paar. So, und ich lasse mich garantiert nicht von sowas da großartig beeindrucken. Wir haben ja jetzt einen Admin hier, der Admin, der regelt das und fertig. So. Ist natürlich blöd für die Leute, die dort geblowt sind. Da bin ich sehr froh, dass wir erst dazu kamen. Und uns nur der Wagen beschlagnahmt wurde, in Anführungszeichen. Nur. Ja, wir fahren da weg, auf einmal blub, Fahrzeug weg. Besser als explodiert. Will der uns überfahren? Soll es gleich mal probieren, dann sind seine Reifen weg. Das ist gerade runtergefahren. Hey Hannibal. Ja, bitte. Black ist persönlich, hat mich gebannt. Black. Ja. Mit warum? Warum? Naja, weil ich zocke bei Nvidia Now. Ja. Und irgendwie, also scheinbar denken die das, dass jetzt Nvidia Now mir halt eine VPN reinklatscht. Oh, das kann natürlich sein.
Okay, rein da. Neue Connector habe ich an anderen Server, so gesagt, über den ich spiele. Und jetzt erklären die das gerade da oben, ob ich jetzt wieder entbannt werde oder nicht. Ja, das ist halt so ein Problem, dass dieses Nvidia, deswegen habe ich das auch nicht benutzt, dass du spielst ja über dieses neue Software-Ding, wo du im Endeffekt ja keine Leistung hast. Ja, also genau. Dass im Endeffekt die komplette Leistung auf einem Hochleistungsserver im Endeffekt ruht. Genau. Und das ist halt genau das, was ich eben da schon von YouTubern gehört habe, von Leuten, die sich damit beschäftigen. Deswegen habe ich halt am Anfang erstmal gesagt, okay, ich lasse die jetzt erstmal machen. Und wenn das dann alles geklärt ist, dann schaue ich da mal rein. Deswegen, du warst die erste Person, wo ich gesehen habe, die das jetzt genutzt hat. Ja, aber dass die natürlich eventuell einen VPN geben, ist gut möglich, weil natürlich dieser Server ja theoretisch gesehen auf deinen Computer zugreift. Ja. Deswegen. Und das wäre natürlich schon ziemlich. Ja, da haben wir ihn. Und er ist weg, der liebe Hakan. Hallo. So. Hallöchen. So. Gut, meine lieben Zuschauer, dann würde ich mal sagen, wir verdünnisieren uns aus Kavallas, solange das hier ist. Ich verzichte auf diese Party. Und für euch, die. Ja, warte. Achtung, für euch die kurze Information. Wir haben ja nagelneue Zollskins. Wer die von euch gerne mal testen will, ne, die sind ab Premium Bronze bei der Polizei verfügbar. Ich nehme mal an, ab Rang 3 nehme ich mal ganz stark an. Der SUV, der Prowler, der Hummingbird und die Hellcat. Das sind die jeweiligen Fahrzeuge, die es jetzt hier in unserer Zolllackierung gibt. Das finde ich schon auf jeden Fall mal eine tolle Erweiterung, denn es bietet viel mehr Möglichkeiten. Jetzt ist man kein Zollbeamter mehr in einem Polizeihelikopter, ja, sondern man... Okay, hier blauen auch Dinge, ich will nicht weiter. Gerade ab. Ja. So, irgendwie will ich in der Nähe des Medics bleiben, aber der Medic sieht auch nicht mehr lebendig aus, habe ich so das Gefühl. Herr Mediziner, sind Sie noch da oder ich beschlagnahme Ihr Fahrzeug, wenn Sie sich nicht melden? Ja, es sieht so aus. Gut. Oh, weia. Ja, von Moment aus. Egal, den beschlagnahmen wir jetzt einfach mal. Ich habe keine Lust, dass hier Leute mit einem Medic-SUV rumgurken. Und ebenfalls den dann auch noch irgendwie explodiert oder so. Oh ja, wäre jetzt nicht so günstig. Ich finde es auf jeden Fall witzig, dass man mit dem Generalschlüssel an sich zumindest nicht als Passagier reinkommt. Als Fahrer kommt man rein. Ja. Oh. Anschnallen nicht vergessen. Ja, wir hören dich. Ja, wir hören. Ja, alles gut. Das haben wir vor uns schon mitgekriegt. Mach dir da keine Sorgen. So. Jetzt düsen wir hier mal ein bisschen rum. Ja, das Schöne eben am Zoll. Ne? Zoll ist natürlich eben keine Spezialeinheit. Das heißt, Polizisten, die Premium-Ränge haben, können diese, naja, nennen wir es mal Sondereinheit hier im Endeffekt einfach so benutzen. Ne, natürlich heißt das nicht, dass Leute sich damit abkuppeln dürfen oder wie auch immer, ne, aber. Aber schön, wenn es da am Arsch. Nein. So, aber dafür bietet es halt viel mehr RP-Möglichkeiten, weil wenn jemand vom Zoll jetzt jemanden kontrolliert, der irgendwie was farmt. Zum Beispiel letztens habe ich im Livestream jemanden vom Kupfer vertrieben, vom Kupfermine, weil er keine Arbeitsschuhe anhatte. Das war noch so ein Neuling, der hatte sogar noch Anfängerschutz. Da habe ich gesagt, nee, sie haben weder Handschuhe noch Arbeitsschuhe, sie laufen hier in kurzer Hose, wollen sie mich veralbern. So lasse ich sie hier aber nicht Kupfer abbauen. So, dann war er ein bisschen verärgert, aber man muss auch sagen, es war alles rechtens. So, man muss ja auch mal den Leuten ein bisschen zeigen, dass man das genau nimmt. So. Gut, jetzt schauen wir mal. Wir müssen ja auch hier hinten mal in Richtung der Kupfermine gucken. Der Kupfermine, genau. Die neue Kupfermine. Nein, das Kokosnussfeld, richtig. Müssen ja natürlich auch mal ein bisschen schauen. Und da gucken wir gleich nochmal in die Stadt hinein. Zumindest, wenn wir es überleben bis dahin. Ja, keine Sorge, wenn du angeschnallt bist, der Prowler, der ist 1000-mal stabiler als der SUV. Egal, ob man sich überschlägt, das Ding hält viel mehr aus. Guck dir das mal an, wir haben nicht einen Platten.
Der SUV wäre jetzt schon schrottreif. So. Ja, meine Lieben. Deswegen. Da muss man halt auch gucken. Ich weiß ganz genau, warum ich gesagt habe, ich würde bitte gern den Prowler als Zoll haben und nicht irgendwie sowas wie eine Sportlimo. Ich hatte nämlich keine Lust, irgendwie alle 2 Minuten wieder repairen zu müssen, wenn ich jemanden verfolge. So. Natürlich, der Quillian wäre jetzt auch noch toll gewesen, aber Prowler reicht ja aus. So. Oh weia, oh weia, oh weia. Ich glaube, ich noch einen langen Abend für Soap. Naja, Soap hat da halt ein bisschen Problematik. Also, meine lieben Zuhörer, ich glaube, ihr dürftet das ja auch kennen, dieses neue Nvidia-System. Ich finde es an sich sehr revolutionär, dass man eben für Streaming und sowas keine eigene krasse Hardware mehr braucht, aber allerdings ist es auch extrem nervig jetzt für ihn. Hallöchen, Goldberger. Moin, hat's mir gefallen. Kommt drauf an, was für einen, was brauchst du? Einen Support rufen. Wen denn? Warte. So. Und zwar den Cry-Cookie einmal das Schreiben, bitte im Warte auf Support einfinden. Berger. Das ist ja ganz, ganz lieb. Also Cry-Cookie. Den findet er bei mir schon gar nicht. Hat er irgendwie noch einen Punkt vorm Namen? Virus-Cookie. Nee, eigentlich nicht. Meinst du, sorry, ja, okay, warte. Ich hab schon. Ach da, hier. Ja. Jo, ich danke euch, ne? Jo. User left your channel. Cry Cookie. Perfekto. Ja, da muss man dann auch ab und zu mal mithelfen. Das ist ja, glaube ich, der liebe Herr, der den armen Luke so erwischt hat. Ich kotze hier gleich im Strahl. Ach so, wie geht's dir? Ich werde dich erbannt. Was wirst du? Was? Warum denn? Ja, keine Ahnung, weil die jetzt erstmal rausfinden wollen, ob das halt alles wirklich stimmt und so ein Scheiß. Ja, das ist halt das Problem. Das. Mann, ey. Aber ich hab. Ja, wolltest du was? So. User left your channel. Das Schlimme ist ja daran, meine lieben Zuschauer, ja. Muss man ja mal sagen, mal abgesehen davon, dass Soap Ausbilder hier ist. Ja, ich muss wirklich sagen, es ist natürlich kein Grund jetzt irgendwie zum Lachen oder sowas, aber ist natürlich interessant für mich jetzt persönlich, weil ich weiß jetzt, okay, das benutze ich jetzt nicht. Ja, das ist eine sehr nützliche Erfahrung. Weil VPN, ich weiß nicht genau, warum das jetzt von diesem Server hier als so extrem schlimm angesehen wird, aber was ich halt grundsätzlich auf jeden Fall weiß, ist VPN ist halt, ja, um die IP zu verschleiern. Das heißt, es ist nicht so gut mehr nachzuweisen, wer wie was du bist. Aber und deswegen. Mein Kollege hatte auch eine und dann hat, glaube ich, Stefan, Perfect Skill, glaube ich, eine VPN-Whitelist gemacht. Ja, es muss halt geguckt werden, dass das halt alles eine Richtigkeit, weil es gibt halt auch Leute, die benutzen oder die bekommen diese VPN ja nicht, weil sie die gezielt jetzt haben wollten, sondern irgendwie von, ne, wie jetzt zum Beispiel vielleicht eventuell, ich will jetzt hier niemanden beschuldigen, eventuell von diesem Nvidia-Zeug, ja. Deswegen, das ist halt alles mit Vorsicht zu genießen. Natürlich, Erfahrung gibt's halt nur, wenn man schmerzlicherweise das selber erstmal testet. Deswegen bin ich dem Herrn Sorb auch dankbar, dass er das für mich getestet hat. Na toll, danke dafür. Ja, kein Problem. So. Krieg jetzt 100 Bälle? Cool. Ja, nee. Aber. Weißt du, mit Hannibal ich hab Black angeschrieben, das hab ich gemacht. Ich kann dir zwar keine 100 Mille Ingame geben, aber ich hab Black geschrieben, dass ich nicht glaube, dass du jetzt VPN hier aktiviert hattest, um irgendjemanden oder irgendwas zu verheimlichen. Jemanden zu schaden. Genau, richtig. Deswegen, also ich kann zwar keine 100 Mille geben, aber oben wenigstens schreiben kann ich mittlerweile. Du bist schon Trust 15. Naja.
2015 hier auf Eisenschmiede, Alter. So, Leute. Ja gut, ne? Wir haben leider hier schon sonst was erlebt. Ich äußere mich in meiner Aufnahme jetzt mal zu nichts, aber ja, ich habe hier auch schon von Leuten Sachen erlebt, wo ich mir dachte, die niemals würden die sowas machen. Leider. Will ich dir jetzt nichts vorwerfen, ich bezweifle, dass da irgendwas Absicht war. Deine Reaktion hat es ja gut bewiesen. Ach ja. Aber wie gesagt, das muss jetzt halt oben. Alter, what the fuck, Alter, ich fahr mit 300 Sachen. Schuss. Ja. Wow, bist du tot oder was? Ja, ich bin noch am Leben. Perfekt, scheiße Sackgasse. Lauf, weg. Da. Finde ich irgendwie voll süß, Alter, wie sich alle gleich um mich kümmern wollen, Alter. Scott hat sich schon um mich gekümmert. Ja, jetzt kurz Ruhe, KG. Eine Sportlumo hat uns gecallt gehabt, ne? Das ist ein Sondereinsatz, ne? Nein, das ist kein Sondereinsatz, jetzt ruhig. Wo ist der? User left your channel. Ah, oben bei, bei Tankstellenberg läuft einer, der hat sich hingelegt. Heroine meinst du? Ja, Anti-Heroine. Pass auf, nicht so viel Luki, der ist da rechts am Stein. Links am Stein? Wo liegt der? Markier mal bitte. Ah, er läuft gerade weg. Er läuft gerade in deine Richtung. Ah, fuck, shit. Wir probieren dir schon Deckungsfeuer zu geben. So nach er ist hinterm Berg. Okay. So nach ich sehe seine Sportlimo jedenfalls, ne? Ja, Vorsicht. Ist die noch am, am... Geht er noch. Oh, jetzt habe ich keine Flashbang dabei. Jungs. Ist jetzt egal. Kurz. Ja, Achtung, Kopf einziehen, heil dich. Jungs, warum seid ihr der Zweite am Ding? Ganz einfach, weil wir hier hingelaufen sind. Wir brauchen. So. Ah, der Crouch da. Er hockt am Stein, hat aufgesetzt, genau zu uns. Okay, folgendes. Du weißt ungefähr, wo er ist, ne, Neuland? Nein. Okay, er ist da an einem Stein und guckt in unsere Richtung. Ja, warte, ich kann ihn gleich von hinten wegholen, dann hat er mich nicht gerafft, dann ist er gleich tot. Moment. Ja, Achtung, ich gebe mal hier eine Rauchgranate, vielleicht lenkt es ein bisschen ab und dann gebe ich gleich mal ein bisschen Deckungsfeuer. Er guckt immer noch in unsere Richtung. Er kann mich gleich nicht mehr sehen. Die Rauchgranate versperrt ihm gleich die Sicht. Bleib weg, Neuland. Geh mal kurz weg. Muss nur wissen, an welchem Stein er liegt. Oh, auf mich wurde geschossen. Jo, da ist noch einer. Das sind zwei. Ah, Leute. Verdammt. Ja, pass auf, bei dem Berg zwei Leute. Oben auf dem Berg, da war noch ein zweiter. Willst du ihn laufen? So, meine Lieben. Dann würde ich sagen, machen wir trotzdem einfach mal weiter. Und wir schauen dann einfach mal. Das war's jetzt erstmal für die Folge. Ja. Für euch nochmal die Grundinformation. Die Zollsachen sind am Rang Bronze bei der Polizei verfügbar. Ja. Es gibt für Bronze den Hummingbird und den SUV sowie die Kleidung. Und ab Rang Silber bekommt man noch die Hellcat und den Prowler dazu. Nutzt es gerne aus, meine persönliche Empfehlung, ich empfinde sie als sehr, sehr schön. Ja, es werden noch ein paar weitere Videos natürlich vom Zoll kommen. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge, was auch immer habt, Fragen, einfach damit in die Kommentarsektion. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und eine Bewertung, damit ich weiß, wie ihr es fandet. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.